Willkommen bei der 24. Auflage des Wiesbadener Lilien-Cups hier in der Halle am Platz der Deutschen Einheit. Hinter mir läuft das erste Halbfinale zwischen Rapid Wien und Young Boys Bern. Tolle Veranstaltung, super Stimmung, überzeugt euch einfach selbst. Hier steht Izet Isler, der Kapitän von Hamburger SV. Wie war das Turnier für euch? Das Turnier, also wir sind halt ein bisschen leider mit Pech reingekommen, haben zwei Spiele verloren am Anfang, haben uns dann aber fokussiert, haben an uns geglaubt und haben dann letztendlich ein gutes Turnier gespielt, würde ich sagen. Wie war das Turnier? Ja, wenn Sie mich vor einer Stunde gefragt hätten, hätte ich gesagt, zu 100% top. Dann haben wir leider im Finale eine doch etwas schwerere Verletzung gehabt, dadurch, dass ein Spieler von Rapid Wien sich den Arm gebrochen hat. Ich nehme an, er wird operiert werden. Aber ansonsten, alles andere hat auch das letzte Jahr nochmal getoppt. Wir hatten am ersten Spieltag, am Samstag, schon deutlich mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr. Ansonsten, außer der Verletzung, aus unserer Sicht alles reibungslos gelaufen. Wir sind hochzufrieden. Und blicken voraus, nächstes Jahr Jubiläumsturnier, 25 Jahre Wiesbadener Lilien-Cup.